So. Vorsprung. Bahnöffnung. Ja, und das seltsame Feld noch. Es flimmert. Ein Licht, das völlig unwirklich wirkt. Als wäre es nur am Rande der Existenz. Es erinnert mich an etwas. Etwas, das ich schon gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch gelesen. Und weiter. Robbins. Stecken Sie immer noch da drin? Mir geht's gut, Boston. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke. Höhle. Jetzt sind wir endlich mal mit Maggie hier unterwegs. Planetariuminsel. Ist denn Brink hier? Tatsächlich. Brink. Brink. Und nun? Brink, ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie Zeichen fortgeschrittener geistiger Verwirrung an den Tag legen. Sie sind paranoid, gewalttätig und manisch. Ich weiß, dass Sie nur versuchen, Macht über mich zu gewinnen. Wenn Sie nicht sofort Ihren Mund halten, werde ich Sie zum Schweigen bringen. Wir sehen mal, wer hier wen zum Schweigen bringt. Wir stehen kurz davor, eine Passage zu einer anderen Realität zu öffnen. Wir glauben, dass uns das wieder nach Hause führen kann. Wenn es funktioniert. Ja, Sie und Maggie können heimgehen. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie planen, mich hier zu lassen? Ruhm und Ehre alleine zu kassieren? Das haben wir nie behauptet. Danke, dass Sie mir geholfen haben, Maggie zu retten. Es ist für mich Belohnung genug, dass Sie so leicht zu beeinflussen sind, Commander. Ach ja. Brink, da liegt ein toter Außerirdischer in einem kristallenen Sarkophag. In einer Kultur, die Tote auferstehen lassen kann, hatten sie vermutlich einen guten Grund, ihn zu bestatten, statt ihn wiederzubeleben. Und jetzt lassen sie mich allein. Und nun? Warum soll ich mich ärgern? Mit ihnen zu reden ist vergeudete Zeit. Das ist wahr. Tschüss, Brink. Ich hoffe, dass wir so weit keine weiteren Probleme mal mit ihm haben werden. Das wird sich aber noch zeigen. Nee, ich muss hier bleiben. Wir gehen jetzt erstmal in die Gruft. Auf das Podest. Ich gehe gerade nochmal zu dem Alien. So, Tür. Pyramide. Jetzt ist die Frage, kann uns Maggie hier weiterhelfen? So. Das sind die Überreste einer gewaltigen Kreatur. Oh, ich habe gar keine Kristalle mehr dabei. Na, super. Ja, der Brink hat uns nämlich alle geklaut. Ah, mieser Mistkerl. Ich weiß eben nicht, ob uns Maggie hier weiterhelfen kann. Ab nach oben. So.
Fahrt. Ups, Lichtbrücke. Und jetzt muss ich zur Museumsinsel. So, Lebenskristalle. Ich nehme gleich mal mehrere mit. Vier. Fünf, so. Robbins. Wir müssen einen Weg finden, mit dem Außerirdischen zu kommunizieren. Ich weiß, Boston. Er ist der Einzige, der unsere Fragen beantworten kann. Er ist auch der Einzige, der weiß, wie wir nach Hause kommen. Na schön, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Draußen. Lichtbrücke. Wir müssen hier durch sehr, sehr viele Screens durch. Finde ich aber auch sehr schön, muss ich sagen. Wie gesagt, solche Point-and-Click-Adventures leben ja durch ihre verschiedenen Screens eben, durch diese verschiedenen Örtlichkeiten. Auf der Insel. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie viele verschiedene Bildschirme wir hier durchwandern. Na, komm schon. Wir gehen nochmal nach unten, beleben den wieder. Auf die letzte Insel müssen wir auch noch. So. Dann hier nach drüben. Weiter geht's. Tote Kreatur. Die beleben wir jetzt wieder. Leuchtende Kristalle. Auf geht's. Entweder zahlt sich jetzt meine außerirdische Bildung aus, oder wir sterben. Sterben? Solange ich ihn nicht aus Versehen angreife, wird alles in Ordnung gehen. Aklash Park. Er sagt, öffne den Mund, was bei Ihnen so viel bedeutet wie sprich. Sie reden, Maggie. Dann können Sie sich gegenseitig verstehen. Sprich. Oh. Ah, lernt er jetzt auch unsere Sprache? Warum war dieses Grab so sorgfältig versteckt? Damit nur die beharrlichsten und klügsten und damit die gefährlichsten Besucher es finden würden. Hey, ich finde das jetzt echt cool, dass wir mit ihm kommunizieren können. Wir wollen nach Hause gehen. Das ist der Wunsch aller lebenden Kreaturen. Es ist ein sinnloser Wunsch, weil es kein Zuhause gibt. Jede Intelligenz muss fortschreiten ohne Rast. Auf den Inseln ist sehr viel Wasser. Überall Seen, Flüsse und das Meer drumherum. Wir lieben das Wasser. Aber nun lebt mein Volk in einer ewigen Wüste, weder trinkend noch dürstend. Wenn sie doch nur wieder dürsten und danach trinken könnten. Wenn sie doch nur wieder ins Meer tauchen und das Dröhnen des Wasserfalls hören könnten. Was ist denn passiert? Diese Geschöpfe, die hier leben, wusste ihr Volk von ihnen oder kamen sie später? Seit damals sind Millionen von Jahren vergangen. Was einst Haustiere und Freunde waren, sie folgten den eigenen Pfaden der Evolution. Sie wurden so schön oder so schrecklich, so klug oder so dumm, wie es in ihnen war. Wer sind Sie, Ehrwürdiger? Der Bringer des Unglücks. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Die Karte hat uns geholfen, sie zu finden. Haben Sie sie gemacht? Sie wurde gemacht von jenen, die jetzt nur noch wünschen, sich selbst zu finden. Klingt sehr tiefgründig. Die Lichtbrücken sind grandios. Wir hätten nie davon geträumt, dass Menschen auf Licht gehen könnten. Ah ja. Wir waren freudig überrascht, als wir feststellten, wie nützlich diese Lichtstrahlen waren.
Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns die ganze Arbeit mit den Bahnen sparen können. Ach ja, deswegen existiert auch beides. Die Sprache in der Bibliothek ist eine großartige Errungenschaft. Sie ist so eindeutig und einfach zu lernen. Je größer die Idee, desto einfacher und eindeutiger ist die Sprache, um sie auszudrücken. Tja, manchmal muss man das Schwierigste simpel machen. Warum ist diese Inschrift in einer anderen Schrift? Ich habe es nicht geschrieben. Ich hätte es nicht geschrieben. Haben Sie die Lebenskristalle erfunden? Die Toten lebendig zu machen, ist die größte Errungenschaft, die wir je gesehen haben. Was die Toten auferstehen lässt, kann die Lebenden erniedrigen. Anscheinend. Die Metallplatten, die wir gefunden haben, was sind sie? Sie sind Autorität und Macht. Jede Form hat eine Bedeutung. Und wenn sie zusammengefügt werden, haben sie eine neue Bedeutung. Was sind das für Geister, die wir gesehen haben? Sind sie lebendig? Mein ganzes Volk ist in das Reich der Sternzeit 6 gereist, wo die drei Dimensionen der Zeit sich vereinen mit den drei Dimensionen des Raumes. Es ist unbeschreiblich schön, aber sie können dort nichts bauen, sie können nichts erschaffen. Sie existieren nur, immer und immer weiter mit leeren Lieben und Herzen, die sich nach dieser harten und steinigen Welt sehnen. Sind diese Wesen wirklich auf einer höheren Existenz? In einer quasi anderen Dimension? Also ich denke, die meisten dürften wissen, dass wir dass wir im dreidimensionalen Raum leben und die vierte Dimension so und also die vierte und die fünfte Dimension, die können wir uns quasi gar nicht vorstellen. Es geht einfach nicht, weil wir in der dritten Dimension leben, könnten wir uns die anderen Dimensionen nicht vorstellen, was einfach unseren Horizont überschreitet. Und es gibt einfach Dinge, die überschreiten, wie erwähnt, einfach die Intelligenz, diesen Horizont. Also das sind Dinge, die wir einfach nie verstehen werden, weil es einfach nicht möglich ist. Danke für Ihre Hilfe. Ich will euch nur geholfen haben, wenn ihr euren sinnlosen Plan aufgebt. Wir geben nicht auf. Mein einziger Trost ist, dass der wahre Tod mit jedem Sterben ein wenig näher kommt. Gute Übersetzungsarbeit, Maggie. Er spricht sehr langsam und deutlich, aber ich bin schon ziemlich verdammt gut. Sollen wir wirklich schon gehen? Er kann uns bestimmt viele Informationen über alles Mögliche liefern. Ja, vielleicht auch über den Sinn des Lebens, aber ich würde doch sehr gerne hier wegkommen von diesem Planeten irgendwann, auch wenn es laut dem Alien sinnlos ist, aber ich denke anders. Und wir sind nämlich Menschen. Diese Außerirdischen sind wahrscheinlich klüger als wir, aber trotzdem, wir sind einfach Menschen und es gibt einfach einige Dinge, die vielleicht auch manchmal nicht rational sind, die uns trotzdem ausmachen. Und die ich einfach nicht missen will. Ich meine zum Beispiel Gefühle, die sind einem eigentlich nur im Weg. Also sowas wie Wut, Liebe und so weiter. Das steht einem Menschen eigentlich nur im Weg, aber will man diese Gefühle wirklich missen? Ich weiß nicht. Diese Gefühle lassen einen nämlich manchmal irrational handeln, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, das macht einen zu Menschen, diese kleinen Fehler teilweise, diese Grobheiten. Sind ja auch nicht perfekt. Kristallform, oh, hier hat sich was getan. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Zumindest noch nicht. Karteninsel. Wie gesagt, es gibt einfach viele Eigenschaften, die den Menschen ausmachen. Viele schlechte und viele gute. Wir müssen doch hier irgendetwas anstellen können.
Das bringt nichts. Schauen Sie sich diese Inschrift mal an, Maggie. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Es war mir bisher nicht klar, aber jetzt verstehe ich. Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich drehe einfach dieses... Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen. Ach ja. Und nun? Insel? Gucken wir mal. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Das klingt auch interessant. Öffnung. Ah. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Das ist die vierte. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Er macht mir Angst, Boston. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. Man darf Brink nicht unterschätzen. Der handelt absolut irrational und ich glaube, die Kristalle haben ihn wahrscheinlich stärker und klüger gemacht, aber trotzdem, wie gesagt, muss das ja nichts Gutes heißen. Und anscheinend hat er auch seine Gefühle ein bisschen, ne? Also er wollte ja Maggie gar nicht retten, also hat er diese Gefühle quasi abgeschaltet und er ist wahrscheinlich intelligenter als wir, als die normalen Menschen, aber wie gesagt, absolut gefühlskalt. Und ob man so ein Mensch sein will, ich weiß nicht. Da bin ich lieber dumm und hab Gefühle. Auf geht's. Wow. Das war ganz schön heftig. Commander Lowe, können Sie mich hören? Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander! Ich bin gefangen! Ich brauche Hilfe! Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig. Hehe. Ach ja, jetzt stinkt der Brink mal in Gefahr. Auf welcher Insel ist er denn? Geschwungene Brücke. Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Hier vielleicht? Oh. Sie haben sich nur die Hand eingeklemmt?
Ich dachte, Sie wären in echten Schwierigkeiten, Brink. Wann wären es denn echte Schwierigkeiten, Commander? Wenn es Ihre Hand wäre? Ich stecke meine Hände nicht in Felsspalten. Ich wollte einen Lebenskristall rausholen. Und dann hat sich der Felsen verschoben. Der Felsen drückt mir den Arm ab. Meine Hand wird nicht mehr durchblutet. Sie können mich nicht herausziehen, Commander. Lassen Sie mich hier nicht sterben. Und wenn Sie mir die Hand absägen müssen... Machen Sie doch kein Theater, Brink. Niemand wird Ihnen die Hand absägen. Versprechen Sie nichts, was Sie vielleicht nicht halten können, Maggie. Ist das Ihr Ernst? Er hat sich nur die Hand eingeklemmt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er sich mit dem abgestorbenen Gewebe selbst vergiftet, bevor er verhungert und verdurstet ist. Sie würden sie absägen? Natürlich. Das Militär trichtert einem ein, Notwendigkeiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Es wäre einfacher, wenn ich etwas zum Sägen hätte. Dann kauen Sie ihn ab! Das würde ich ja, Brink. Aber menschliche Zähne können Knochen nicht durchbeißen. Nach allem, was uns passiert ist, könnte dies hier das Allerschlimmste sein. Tun Sie etwas, Commander! Tun Sie es jetzt! Boah, schon brutal. Ja gut, wir haben ja so ein paar Sachen dabei, ne? Das soll Brink helfen? Wie? Tja, gute Frage. Wir können ihn auch hier lassen, ne? Von da, also... Sie wollen seinen Arm mit einem Kieferknochen absägen? Die Zähne sind messerscharf. Wie wär's mit einer Narkose? Tun Sie es, Commander! Oh Gott. Machen Sie sich bereit, Brink. Wie konnten Sie solche Schmerzen aushalten, ohne ohnmächtig zu werden? Alles in Ordnung. Ich brauche nur noch mehr Kristalle. Kommen Sie mit mir zu der Nische im Nexus. Wir haben alle Metallplatten. Wir glauben, die bringen uns nach Hause. Sie wissen nicht, wo Sie uns hinbringen. Ich suche lieber weiter nach den Kristallen. Was, wenn Sie uns doch nach Hause bringen, Brink? Was, wenn wir nicht wiederkommen können, um sie zu holen? Wollen Sie für immer hier bleiben? Was passiert dann mit den Kristallen und Ihrer Forschung? Ich verstehe, was Sie meinen. Ich komme mit, um die Platten auszuprobieren. Aber wenn uns das nicht nach Hause bringt, dann lassen Sie mich ab sofort in Ruhe. Alles klar? Einverstanden? Sind wir im Geschäft? Einverstanden. Okay, okay.